Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 33. Spieltag, an dem der SSV Jahren heute mit 3:1 gegen den SV Werder Bremen gewonnen hat. Zuschauer 6.324 und beide Trainer sind hier. Ich darf direkt Herrn Kofeld um sein Statement zum heutigen Spiel bitten. Ja, zunächst mal Glückwunsch an Jan Regensburg, an den Kollegen. Glückwunsch zu dem Sieg, Glückwunsch zu der überragenden Saison, die wir bislang spielen. Also ich finde, eine der offensiv stärksten und variabelsten Mannschaften, die wir in dieser Saison überhaupt gespielt haben, mit unfassbarem Tempo über außen, mit Tommy, mit einem super zentralen Spieler, mit Grüttner, das wussten wir vorher. Und so ist es dann ja auch ein Stück weit gekommen. Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft, so komisch, dass es sich anhört, nach dem 1-3, nur bedingt unzufrieden. Unzufrieden bin ich davon, dass wir uns von einer, ja, total legitim, also überhaupt keine Kritik, aber sehr cleveren Spielweise von Regensburg, haben ja hochschaukeln lassen, haben da ein bisschen so den Faden verloren. Ich sag jeder Trainer, aber ich sage sonst wirklich nie was zu den Schiedsrichtern, sondern nehmen sie eher noch in Schutz. Aber heute war ich mit dem Bewertungsmaßstab der Schiedsrichter in keinster Weise einverstanden. Das war für mich eine Unverteilung von gelben Karten. Und da müssen meine Jungs halt einfach lernen, mit sowas umzugehen. Und das haben sie heute nicht geschafft. Dann haben sie viele Phasen gehabt, wo wir nicht so konzentriert gespielt haben, wie wir das wollten. Das hat Regensburg ausgenutzt. Auch schön herausgespielte Tore, ein Traumtor. Haben versucht, erst halbzeit ein bisschen höher zu pressen. Das hat nicht geklappt, weil wir da im zentralen Mittelfeld nicht gut nachgeschoben haben. Ja, und dann hatte ich trotz allem das Gefühl, dass wir Mitte der zweiten Halbzeit, nachdem wir das 1-3 schießen, auch ich habe noch keine Fernsehbilder gesehen, aber wenn er abseits gepfiffen hat, dann glaube ich nicht, dass es abseits war. Und dann schießen wir vielleicht das 2-3. Somit mache ich meiner Mannschaft den Vorwurf, dass sie in den entscheidenden Phasen nicht die Ruhe gehabt haben, dass sie in den entscheidenden Phasen nicht diszipliniert genug verteidigt haben. Aber ich sage auch, in gewissen Phasen haben wir spielerisch ein sehr gutes Spiel gemacht, haben uns Torchancen herausgearbeitet. Man hat gesehen, was wir in der Lage sind, aber wir müssen es jetzt auch dringend mal wieder in Punkte ummünzen. Und da wollen wir am Mittwoch mit anfangen in Wiesbaden. Nochmal, wie gesagt, also soll überhaupt total clevere Mannschaft Regensburg, richtig gut, super eingestellt, variabel nach vorne. Ich wünsche dem Kollegen alles Gute im Aufstiegskampf, also ja, sensationell hochzugehen, durchzugehen, aber aufgrund der Art und Weise, wie Regensburg spielt, aus meiner Sicht auch 0,0 unverdient, sondern das ist wirklich schöner Fußball, gegen den man da spielt. Und auch wenn wir verloren haben, mir hat das Spiel Spaß gemacht, ich glaube, die Zuschauer hatten auch einen schönen Nachmittag und wir holen die Punkte in Wiesbaden. Dann bleiben wir drin und weiß ich trotzdem nicht, ob wir hier wieder hinkommen, aber egal. Dann schönen Abend noch. Danke, Kofeld. Heiko, wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, erstmal ist es ärgerlich, dass wir ein weiteres Mal heute wieder einen Spieler verloren haben durch eine Verletzung. Alexander Nanzig, da müssen wir jetzt genau schauen, ob es jetzt ein Faserriss ist oder wahrscheinlich mehr. Das ist bitter in unserer Situation. Jetzt zum Spiel. Deshalb kann ich mich nicht hundertprozentig freuen über den Sieg heute. Jetzt zum Spiel, die ersten 20 Minuten haben uns wirklich schwer getan. Da hat Bremen war sehr gut eingestellt auf uns und hat sehr gut verteidigt. Und erst so nach 20 Minuten haben wir den Dreh draußen gehabt, wie wir ins letzte Drittel kommen. Und dann zwei Großchancen direkt Anfang der 20. Minute gehabt und dann zum Ende hin noch die beiden Chancen von Marco Grüttner, glaube ich, auf meinem Zettel ein Chancenverhältnis von 4:1. Zwischenzeitlich war Kolja Pusch mit dem Freistoß erfolgreich. Ich denke, die erste Halbzeit geht ganz klar an uns. Kurz nach der Halbzeit müssen wir eigentlich erhöhen auf 2:0. Da haben wir zwei Großchancen. Dann kommt die Verletzung von Alex Nanzig. Dann kam Marcel Hofrath rein. Das war dann okay. Dann haben wir es 2:3:0 gemacht. Und dann müssen wir einfach den Sack zumachen, direkt im Gegenzug bekommen wir es 3:1. Und man hat wie das Gefühl gehabt, in der Mannschaft, dass sie einen Schalter umlegen und denken, jetzt reicht es mit 80%. Und genau dann kam die Phase, wo es eben richtig stark wurde, wo sie gemerkt haben, hier geht noch was und es ärgert mich maßlos, dass man hat das ja dieses Jahr schon ja jetzt mehrmals erlebt, ob zu Hause gegen Zwickau, wo wir in Führung sind, oder Osnabrück, dass man dann denkt, dass es mit weniger genauso funktioniert. Und das ist einfach ärgerlich, dass wir uns da unnötig selbst in Bedrängnis gebracht haben. Ab der 70. nach dem Tor
sind die ganzen hier rot unterstrichenen Chancen dann für Bremen. Das ärgert mich. Ja, einen Elfmeter hätten wir vielleicht noch bekommen können an Marco Grüttner. Aber sonst war ich trotzdem mit der Schiedsrichterleistung einverstanden. Dankeschön. Danke, Heiko. Dann machen wir noch weiter mit den Fragen der Journalisten. Jürgen Schaaf meldet sich. Bitte kurz warten, Jürgen, Mikro kommt. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Zur Aufstellung, der Philipp Pentke stand im Tor. Wann hat er sich denn fit gemeldet und hat er schon was gesagt? Wie hat er sich gefühlt im Spiel? Ja, er war ja krank die Woche mit Magen-Darm. Hat aber schon angekündigt, dass er Freitag unbedingt trainieren möchte. Und der Dr. Neugling hat dann Freitagmorgen sein Okay gegeben, dass er trainieren kann. War vormittags im Kraftraum, nachmittags war er auf dem Platz. Habe ich mir das angeguckt und habe mit ihm nochmal gesprochen. Hat ja auch eine Verantwortung, oder Philipp hat ja auch eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft, ob er sich zutraut. Und dann hat er gesagt ja, und dann stand dem nichts im Wege. Und wie man in der Schlussphase gesehen hat, der war fit heute, weil er wurde fest in der Brandung am Ende, oder? Ja, auf jeden Fall. Am Ende hat er das sehr gut gehalten in der einen oder anderen Situation. Aber Sie wissen ja selber, Sie haben sicherlich auch schon mal einen Magen-Darm wie ausgehabt, das kann schnell kommen und schnell wieder gehen. Zum Alexander Nanzig, die Szene haben wir nicht sehen können. War das mit einem Gegenspieler oder? Nein. Der Sprinter legt sich vielleicht den Ball zu weit vor, aber ohne Fremdeinwirkung. Das hat ihm hinten reingestochen, du hattest geschrieben. Da gehe ich einfach davon aus, weil er überhaupt nicht mehr gehen konnte. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn du nicht mehr gehen kannst, dann ist es wahrscheinlich mehr als ein Faserriss. Es ist ein Bündelriss, ja. Zu den beiden Torschützen. Erik Tommy hat man jetzt als Kopfballspieler von der Statur her eigentlich nicht so auf der Rechnung. Sie kennen ihn vom Training. Es war ein toller Kopfball. Ist er eigentlich einer, der trotz der kleineren Statur hier seine Stärken hat? Ja, wir trainieren ja mit allen Spielern alle Spielsituationen, ob Abschlüsse mit dem Fuß, mit links, mit rechts oder auch Kopfbälle. Dass er es natürlich aufgrund seiner Körpergröße schwerer hat, ist vollkommen klar. Aber er ist da halt in die Nahtstelle reingelaufen, hochgestiegen und hat endlich auch da die Tür aufgemacht, dass er gezeigt hat, dass er auch Tore mit dem Kopf machen kann. Und zum Kurz, Herr Kofeld, ich glaube, Sie müssen los. Wenn das dein stört, weil wir sonst unseren Flieger nicht mehr kriegen, würde ich mich verabschieden. Vielen Dank, alles Gute. Gute Einfahrt. Viel Erfolg. Ciao. Alles Gute. Gute Einfahrt. So, dann machen wir weiter. Ja. Zum zweiten Torschützen, zum Koya Pusch, das er bekannt hat, eine schwierige Phase, längere Zeit auf der Ersatzbank, heute zwei Tore, davon ein wunderschönes. Haben Sie schon mit ihm sprechen können? Ist das für ihn jetzt auch wirklich so eine kleine Leistungsexplosion? Na, ich möchte Sie erstmal korrigieren. Natürlich saß er längere Zeit auf der Bank, aber er war ab Dezember verletzt, konnte das Trainingsprogramm, das Heimprogramm nicht absolvieren wegen einer Verletzung in den 3 Wochen Urlaub und hat auch die Anfangsphase der Vorbereitung verpasst, die ersten 2 Wochen, da haben ihm 5 Wochen gefehlt und dann mussten wir das natürlich nachholen, wir hatten keine Vorbereitungsspiele mit ihm, die wir dann praktisch in der Phase mal abschließen konnten wegen ihm, wo wir schon im normalen Spielbetrieb waren. Da hatte er dann Anlaufschwierigkeiten wie in Halle und dann haben wir Schritt für Schritt mit ihm gearbeitet, dass er wieder an sein altes Niveau kommt und freue mich natürlich umso mehr, dass er das heute abrufen konnte. Zum Schluss sehr herrlich wurde natürlich ein, sagen wir mal, idealer Spieltag aus Jahnsicht. Magdeburg, Kiel konnten beide nicht gewinnen, wenn man diese bereinigte Tabelle nehmen mit allen Punkteabzug ist der Jan nun auf dem zweiten Tabellenplatz. 5 Spieltage stehen noch aus. Also, theoretisch gibt es da irgendeine Hochrechnung, wie viele Punkte man eigentlich holen sollte, um am Ende da ganz vorne mit dabei zu sein? Ja, also ich versuche immer den Worst Case und den schlechtesten Fall hochzurechnen. Was ich nicht glaube ist, also es gibt 15 Punkte zu verteilen, wenn ich mir jetzt die nächsten Gegner anschaue. Glaube ich nicht, dass uns irgendjemand irgendwas schenkt. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir im besten Fall 15 Punkte holen und jedes Mal 5-0 gewinnen.
das wäre sehr schwer. Ist zwar nicht unmöglich, aber es wäre sehr schwer. Genauso ist es andersrum, weil ja keine Mannschaft dir irgendwas schenkt, kannst du in allen 5 Spielen auch verlieren. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass wir alle Spiele 5-0 verlieren, aber es ist alles offen in der Liga, das hat man bisher gesehen. Ich konzentriere mich oder wir konzentrieren uns jetzt nur auf das nächste Spiel. Es wird schwer genug gegen WM Wiesbaden, die haben sicherlich noch was gut zu machen, versuchen da hinten rauszukommen. Und deshalb bringt es eigentlich jetzt nichts hochzurechnen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass uns irgendjemand was schenkt. Und wir sollten auf dem Boden bleiben, gerade aufgrund der letzten 20 Minuten. Und bescheiden bleiben und uns jetzt nur aufs nächste Spiel konzentrieren und auf nichts anderes. Da gibt es 3 Punkte und da wollen wir so viel wie möglich mitnehmen. Vielen Dank. Danke, Jürgen. Haben wir dann noch weitere Fragen? Das ist nicht so. Dann ja, darf ich noch sagen, Ihnen allen ein schönes Osterwochenende, all unseren Gästen und ein schönes Restwochenende. Bis dahin, bis zum nächsten Abendspiel.